Alle Kinder sollen sich ihren Möglichkeiten entsprechend einbringen können. Und wir sind der Meinung, dass einfach gerade die naturwissenschaftlichen Fächer und Informatik, Mathematik eine ganz große Rolle spielen in der Perspektive für die Gestaltung der Gesellschaft. Wir machen es ja für Kinder mit und ohne Förderbedarf, also für behinderte und nicht behinderte Kinder gemeinsam. Wir beziehen alle Kinder ihren Möglichkeiten entsprechend in diese Projekte in der Lernwelt mit ein. Wir grenzen hier keine Kinder aus, wohlwissend, dass natürlich die behinderten Kinder oder auch Kinder mit anderen Förderbedarfen mehr Zeit brauchen. Es ist unsere Lernwelt und das ist also der Ort, an dem die Kinder forschen und experimentieren können und auch eigenständige Bildungsprozesse nachhaltig erleben können. Dieses gemeinsame Entdecken, Lernen, Forschen von behinderten und nicht behinderten Kindern führt auch zu einer enorm hohen Sozialkompetenz der Kinder, die dies zusammen machen. Die mathematische Bildung, technische Bildung ist für die Kinder eine Voraussetzung, Zukunft zu gewinnen. Und in einer strukturschwachen Region wie der Uckermark ist Bildung das Zukunftsfund, das wir haben. Ja.